Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist jetzt die DAX-Analyse für Montag, den 21.12.2020. Und ich hoffe, dass die Audioqualität passt. Leider hat es mir mein Headset zerlegt, sodass ich jetzt hier über das normale Systemmikro gehen muss. Erfahrungsgemäß klappt das bei der Aufzeichnung ganz gut. Beim Upload bei YouTube verzerrt das dann aber immer so komisch, dass es so ein komisches, wie so ein Flackern in der Stimme hat. Also ich hoffe, das klappt. Das erstmal zu dem Punkt. Wir haben im DAX gestern darüber gesprochen, dass beziehungsweise am Freitag darüber gesprochen, dass wir im Grunde das Allzeithoch bei 13.800 relativ nah zum Greifen schon haben oder relativ dicht dran sind. Und wenn der Markt oben rüber springt über die 13.700, dass er das dann auch erreichen kann. Sollte er das nicht tun, wird er noch weiter in diesem Abwärtsszenario bleiben und sich seinen Rücklauf auf 13.450 gönnen. Wir haben mit unserer Elisa, dadurch, dass der Markt jetzt mal ein bisschen aus der Seitwärtsphase rausgekommen ist, man sieht es ja auch, ne, ist wieder deutlich mehr Trendbewegung drin. Dann haben wir auch mal angefangen, wieder unsere Elisa ein bisschen aus der Kiste rauszugraben. Die war die letzten Wochen jetzt hier recht ruhig gewesen, auch mal wieder eine TA platziert für diejenigen, die bei uns die Mails bekommen haben, extra oben bei 13.775 eine Short Order reingelegt, weil ich mir schon so gedacht habe, dass der DAX bestimmt oben nicht über die 13.800 erstmal drüber guckt, sondern klassischerweise erstmal davor dreht. Das hat er so auch getan. Ist hier ein bisschen vorher einfach schon abgedreht, hat sich runtergedrückt. Und hier vom Setup zumindest dann auch schon Teilverkauf in dem Sinne erreicht, auch wenn die Order hier ziemlich knapp war und das nicht bei jedem ausgeführt werden sollte oder kann oder ist oder war oder wie auch immer. Ne, wir haben hier jetzt 13.775,3 im Tief für einen Verkauf. Das ist natürlich extrem knapp. Da gab es andere Poker, die haben 74,8, 74,6 und so weiter im absoluten Tief gehabt. Dann hat es sowas natürlich nicht ausgeführt. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass der DAX die 13.800 gescheut hat und er hat auch deutlich nach unten getreten. Also, wenn wir das mal hier anschauen, wir sind letztendlich auf das Tief vom Donnerstag mit aufgesetzt. Damit schon eher tief rausgegangen halt. Ne? Und man darf da nicht ganz vergessen, dass eigentlich entscheidend für den Tagesschluss die letzten 10, 15 Minuten waren, in denen es den DAX massiv nach oben gezogen hat, halt, ne? Sehr, sehr, sehr deutlich nach oben gezogen hat. Und dieses deutliche Hochziehen vor Tagesende, das ist genauso wie ein deutliches Runterziehen vor Tagesende oder vor Wochenende, das ist eigentlich immer eher kontra. Indikativ, wenn man es so sagen will, weil oder recht oft der Markt dann auf so eine Bewegung doch einen Abwärtsgap bringt. Genauso wie wenn das so massiv nach unten nochmal zieht in den letzten 10, 15 Minuten, dass der Markt dann einen Aufwärtsgap am nächsten Tag bringt. Also von daher würde ich auf der Unterseite hier erstmal noch was einplanen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die Route zum Beispiel jetzt hier noch weitergespielt wird. Theoretisch ist die obere noch gar nicht aktiv. Ne? Auch wenn wir ja trotzdem schon fast dran waren, ist es auf der Ebene halt nur ein Durchstechen der Kerzen gewesen. Im Grunde sitzt er noch unter dem Long-Trigger. Der Long-Trigger ist noch nicht aktiv, er ist noch nicht drüber gegangen, hat noch keinen Close drüber gedrückt. Sollte das dann jetzt aber noch kommen zum Montag, darf man also insbesondere über 13.710, 13.700 sind mich der Markt dann eher wieder Richtung 13.67, 13.800 orientiert. Das würde ich schon so sehen. Alles, was drunter wieder wegdreht, vielleicht sogar plus so eine 13.680 und so weiter. Das wäre für mich eher, dass er nochmal unten raus will. Nochmal 600, 580, die bleibt da weiter wichtig. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Und darunter dann die 450, das wäre für mich so das nächstwichtige Ziel. Und die wird für mich recht wichtig. Ich würde denken, wenn die verteidigt werden kann nach oben, kann der DAX hier einen guten Rebound hinsetzen und eine neue Welle versuchen nach oben zu drücken. Die können dann sogar bis 14.100 vielleicht gehen. Nur muss er sich, wenn er sich gut anstellt. Und wenn er das nicht hält, dann sehe ich den nämlich relativ schnurstracks dann Richtung 13.300 unterwegs. Und unter 13.300 verliert er so ein bisschen den Support halt. Ne? Unter 13.300 wäre das nicht mal undenkbar, dass der dann bis hier runterflatschert halt. Ne? Also das sind dann so, also das sind für mich so die zwei Bastionen, wo ich sagen würde, von dort kann der DAX wieder ganz gut hochdrehen, wenn er das macht, wenn er jetzt nochmal nach unten überhaupt treibt zum Montag. Aber so wie er geschlossen hat
zum Freitag, weiß nicht, nachrichtenseitig bin ich einfach jetzt zu befangen, um da auch was zu sagen. Aber das kennt ihr auch von mir, das habe ich noch nie gemacht. Bei uns im Bekanntenkreis ist nun aber eine gute Bekannte von mir verstorben oder eigentlich von meinen Eltern, Freunden, eine Tochter, mit der ich auch früher viel gespielt habe. Ja, ein Jahr älter als ich, gerade nochmal Mutti geworden. Die ist an Corona jetzt gestorben und das ist schon, also mich hat das heute ganz schön verworfen, muss ich mal sagen. Also es hat mich echt aus dem Konzept gebracht. Ja, vorgestern noch so kleine Witzchen hier mit Elisa drüber gemacht, wie denn alle übertreiben und so weiter und so fort. Und dann kriegst du 2 Tage später oder einen Tag später gesagt, dass hier jemand aus dem Bekanntenkreis verstorben ist mit Corona, gesund, jung, nichts mit alt und schwach und vorbelastet. Ja, da kann ich Ihnen nur Sachen sagen, jetzt zur Interpretation, die einfach befangen sind. Und das ist nicht Sinn und Zweck von so einer Chartanalyse, die muss neutral erfolgen, die muss immer neutral erfolgen, weil egal wie schlimm irgendwo was sein kann, wenn der Markt steigt, dann steigt er und dann geht er auch weiter hoch. Da kann man sich gegenstellen mit seinem Kopf, wie man das will, der hat halt dann recht. Und solange da das Geld reingepumpt wird, kann der weiter steigen. Das heißt auch, selbst wenn ich selber vielleicht geht es ja noch jemand anders, oder vielleicht hat jemand im Bekanntenkreis jemand, der gerade auf dem Sterbebett liegt, dann passen Sie auf, wie Sie handeln. Man nimmt sowas mit, das ist aber nicht gut. Das beeinflusst einen immer negativ oder auch wer viel Nachrichten liest und so weiter. Das ist für Trading suboptimal einfach. Wenn man immer wieder dieses Nachrichten mit Realität versucht zu kombinieren im Gehirn und der Markt halt überhaupt nicht auf sowas steht halt, ne? So Realismus und so weiter. Der Markt ist chaotisch. Der Markt, der folgt keinen starren wirtschaftlichen Gesetzen. Der hat seine eigenen Gesetze und die koppeln sich sehr, sehr, sehr oft von Fundamentaldaten einfach ab. Ja, und deswegen das einfach so als Hinweis, weil ich merke heute, wie schwer es mir fällt, das nicht ranzulassen hier an das Trading. Also ich werde auch für mich für Montag definitiv Trading-Sperre mindestens machen, um erstmal zu gucken, wie gehe ich jetzt damit um, wie sehr nimmt jetzt dieses Ereignis dann Einfluss auf das Handeln und so weiter und so fort. Und das sollte jeder für sich auch machen, der da irgendwo Berührungspunkte hat. Wichtig ist, dass Sie neutral handeln. Wenn Sie Stärke sehen, dann müssen Sie die handeln, ganz egal, was Sie davon wollen. Oder wenn Sie sagen, nee, das geht mir nicht in den Kopf, dann zumindest nicht Short gegenzustellen, sondern dass man dann einfach sagt, okay, dann gucke ich mir das erstmal an, bis er dann in meine Erwartung wieder reingeht. Na, also von daher, bitte schön aufpassen, das gilt natürlich immer, nicht nur heute, es ist mir heute bloß ein Bedürfnis, einfach auch mal darüber zu sprechen, um hier für mich auch ein bisschen ein kleines Ventil zu suchen. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, über 13.700, da können wir eigentlich, das ist ja unverändert, können wir den Fall von gestern hier einfach wieder mitnehmen. Na, wenn er sich mitnehmen lässt, will nicht, können wir auch den Trigger hier nochmal ein bisschen länger ziehen. Na, jetzt schon zweimal verlängert. Und ja, also 13.800, darüber 14.100, das sind so für mich die nächsten Ziele. 14.000 natürlich auch eine Psychomarke und ansonsten Rücklauf 5,80 im Blick behalten, die 4,50 ein bisschen im Blick behalten und alles, was darunter geht, ist für mich dann Richtung 300. Damit würde ich die 2 Stunden zumachen, würde mit euch noch kurz auf den Tagesschart reingucken. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier schon fast ein Gravestone ist. Man sieht es gar nicht, ich muss sogar eh reinzoomen. Ja, ist es auch. Ne? Also, das findet man im Lehrbuch unter Gravestone Doji, auch wenn nicht irritieren lassen, viele in vielen Büchern, das wirklich am absoluten Tief drin liegt. Aber das ist legitim, heißt Gravestone Doji. Das kann schon durchaus. Also, so hat der Tag sich aber auch angefühlt. Ne? Also, wir sind gestartet, wir sind komplett hochgelaufen und wir sind komplett wieder runter, sind sogar nochmal unter das Tagestief und dann wieder auf Start zurück. Also da konnte jetzt, die Kerze konnte jetzt nicht viel anders aussehen wie das hier. Und das ist eine Achtungssignalkerze. Die gibt ein bisschen ein kleines Warnsignal, dass die neuen Hochs nicht mehr gekauft wurden. Der Markt gerade so noch die grüne Kerze oder zumindest das Eröffnungsniveau halten konnte. Und wenn jetzt das Tagestief vom Freitag unterwandert wird, wäre das dann quasi Short-Signal. Das heißt für euch natürlich, dass ihr auch hingehen könntet und sagen könntet, okay, ich lege mir einen Stop-Sell unter die 13.600 und lass mich einfach Short einstoppen mit Stop-Loss vielleicht hier irgendwie knapp drüber oder über der 800 und probiere mal die Kerze zu traden. Das kann man ja machen. Ne? Richtung und vielleicht hier auch mittleres Band. Das liegt dann so im Bereich zwischen 450 und 300. Ich würde die 450, ich finde die 450 ist interessant. Ich finde aber auch die 300 interessant.
das geht hier, spiegelt sich hier nicht so schön aus dem Tagesschau. Ich wollte bloß mal über die Katze sprechen, weil so hat sie sich auch angefühlt. So hat sie auf untergeordneter Zeiteinheit ausgesehen. Und ja, letztendlich ist er ja drin im Szenario. Wir haben ja hier einen Long Trigger gehabt über 13.450, der ist jetzt bis 13.800 gewesen. Da waren wir nicht dran, aber auf großer Zeiteinheit, so Pi mal Daumen, zumindest dran rumgeschabt. Und wenn er jetzt umdreht, hätte er jetzt hier zumindest erstmal wieder Rücklauf. Chancen Richtung 300, 450, ja. Und dann müsste man, einfach gucken, was macht er da? Dreht er dort wieder auf, dann ist er long Richtung 14.100, ne, drückt er sich unten durch, dann geht wieder ein Fenster auf der Unterseite auf. Ne, das ist ganz klar. Kann man auch erst abwarten, wenn man jetzt sagt, das ist mir noch nichts, ne, da hätte ich gerne noch ein bisschen was Belastbares zu, dann kann man das auch einfach abwarten und dann erst einsteigen. Gut, okay, dann hoffe ich, euch hilft es trotzdem hier ein bisschen. Ist mir halt nicht ganz so leicht gefallen. Aber das hatte ein bisschen eher andere Gründe, so von der Technik her. Das ist okay. Das ist nichts jetzt unvorbereitet gewesen. Auch das Tageshoch hier. Ich meine, genau deswegen haben wir da im Dienst unseren Short hingelegt halt. Ne? Weil das einfach typisch für einen DAX halt ist. Also, warum soll ich mich dann jetzt hinstellen und sagen, na, der hat die 13.800 nicht geschafft? Das ist besonders. Ne? Das ist nicht besonders, das ist eher typisch. Typisch DAX halt, ne? Er macht es halt mit System. Macht er halt Scheiße. Dann können andere sich hinstellen und sagen, der DAX ist das schlimmste Instrument, was sie hier gesehen haben. Der macht es einfach mit System. Und von dort bis 600, 100, das sind schon fast 180 Punkte halt, ne? Schon nicht schlecht. Wenn er da jetzt noch runtergeht, wird noch ein bisschen Platz geben. Okay? Also, das ist soweit der Blick. Über 700 bin ich optimistischer, positiver, dass wir ein neues Allzeithoch sehen und auch darüber wahrscheinlich den Tag dann beenden. Sollten wir unter der 700 bleiben, würde ich dem DAX jetzt noch Rücklaufrisiko einfach zusprechen, so wie wir das seit 2 Tagen hier mit dem Fall einfach gekennzeichnet haben. Also, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Und Entschuldigung schon mal für die schlechte Audioqualität, sehr wahrscheinlich, aber ich habe momentan nichts anderes hier. Ich habe mir jetzt was bestellt, ich hoffe, dass das morgen dann da ist, damit wir morgen wieder in alter Gewohnheit die Audioqualität zumindest haben. Dann macht's gut, bis morgen, ciao.